Herzlich willkommen zur Sonnenfinsternis im Schützen, die am 4.12.2021 am Anfang der zweiten Dekade Schütze stattfindet. Liebe Leute, dies ist für die nächsten ungefähr 18 Jahre die letzte Sonnenfinsternis im Schützen, die hier zusammen mit dem absteigenden Mondknoten im Schützen stattfindet. Von Mai 2020 bis Januar 2022 bewegt sich der aufsteigende Mondknoten durch die Zwillinge, während sich der absteigende Mondknoten zeitgleich durch den Schützen bewegt. Wenn der aufsteigende Mondknoten durch ein bestimmtes Zeichen läuft, geht es für uns darum, uns an den Themen und Eigenschaften dieses Zeichens zu orientieren, während wir halt von den Themen und Eigenschaften des Zeichens, in dem sich der absteigende Mondknoten befindet, halt Abstand nehmen sollten. Beziehungsweise diese Themen wirklich mit Vorsicht genießen sollten. Von Mai 2020 bis Januar 2022 geht es für uns also darum, uns hier vorrangig auf die Zwillinge-Themen zu konzentrieren, während wir mit den Schütze-Themen halt sehr vorsichtig umgehen sollten. Worum geht es also auf dieser Achse Zwillinge-Schütze? In den Zwillingen geht es darum, Informationen zu sammeln, und im gegenüberliegenden Schützen geht es darum, einen Sinn darin zu erkennen, die gesammelten Informationen zu interpretieren. Während es in den Zwillingen halt darum geht, zu recherchieren, sich Dokumentationen anzuschauen, Bücher zu lesen, die Schulbank zu drücken, Gespräche mit anderen zu führen, auch gerne mit Andersdenkenden zu führen, um hier unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Meinungen auszutauschen, geht es im gegenüberliegenden Schützen dann darum, diese gesammelten Informationen zu interpretieren. Und auch wenn man sehr vielen Menschen die gleichen Informationen zur Verfügung stellt, können diese Menschen diese gleichen Informationen auf eine ganz unterschiedliche Art interpretieren. Ich denke mal, wir alle kennen das aus der Schule. Im Deutschunterricht zum Beispiel geht es ja oft um eine Interpretation einer bestimmten Geschichte. Und da kann man immer wieder erkennen, obwohl hier allen Schülern die gleiche Geschichte zur Verfügung gestellt wird, wie unterschiedlich die einzelnen Schüler und Schülerinnen halt die jeweilige Geschichte interpretieren. Und gerade auch in den Zeiten der Pandemie konnten wir ja nur allzu deutlich sehen auf der kollektiven Ebene, und ich denke mal, viele von uns haben das auch im persönlichen Bereich immer wieder festgestellt, wie unterschiedlich wir alle das aktuelle Weltgeschehen interpretieren. Oder selbst wenn man sich halt die einzelnen Wissenschaftler anschaut, die halt den gleichen Fachbereich studiert haben, können auch diese Wissenschaftler die gleichen Informationen auf eine ganz andere Art interpretieren. Und das ist natürlich einerseits ungeheuer wichtig, dass wir alle eine ganz individuelle Sicht auf die Dinge haben, und wir kommen auch gar nicht drum herum, denn unsere individuelle Sicht ist uns sozusagen einverleibt. Also wir können ja nur aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen, aufgrund unseres Erfahrungshorizonts, aufgrund unserer persönlichen Wahrnehmung, aufgrund der Informationen, die wir bisher haben und die wir auch verarbeitet haben, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art interpretieren. Aber was halt in diesen Zeiten mit dem absteigenden Mondknoten im Schützen so außerordentlich wichtig ist, ist, dass wir uns halt wirklich darüber bewusst sind,
dass wir halt alle eine individuelle Sicht auf die Dinge haben und dementsprechend die Dinge auch ganz unterschiedlich interpretieren können. Und das betrifft natürlich keineswegs nur das Pandemiegeschehen, das ist die Hintergrundkulisse sozusagen der Thematik, was uns hier bewusst gemacht werden soll in diesen Zeiten mit dem aufsteigenden Mondknoten in den Zwilling und dem absteigenden Mondknoten im Schützen. Also sprich, dass wir halt wirklich auch darauf bedacht sind, dass wir uns andere Meinungen anhören, dass wir in den Dialog gehen, dass wir die Dinge nicht immer so persönlich nehmen, wenn andere Menschen eine andere Sicht auf die Dinge haben, die Dinge ganz anders interpretieren als wir, dass wir uns halt immer darüber bewusst sind, dass wir halt mit einem möglichst offenen, beweglichen Geist an die Dinge herangehen, denn die Zwillinge symbolisieren sozusagen den ewigen Schüler, der wir in der Schule des Lebens alle ein Leben lang sind. Und auch wenn wir meinetwegen Arzt sind, wenn wir zum Beispiel Astrologe sind, also sprich, wenn wir in einem bestimmten Fachbereich sehr geschult sind, sollten wir uns natürlich auch dann immer einen offenen Geist bewahren, denn jeder von uns, der in einem bestimmten Wissensgebiet sehr viel geforscht hat und sehr weit gekommen ist, wird immer und immer wieder erkannt haben, wie wichtig es ist, sich diesen offenen Geist zu bewahren, da man halt auch immer wieder frühere Einstellungen, frühere Ansichten revidieren muss, dass man sich auch immer damit auseinandersetzen muss, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, dass es unterschiedliche Schulrichtungen in jedem Fachbereich gibt und dass Lernen nie ein Ende hat. Ja? Und wir sehen ja in diesen Zeiten, also gerade auch im Zusammenhang mit der Pandemie auf der kollektiven Ebene sehr deutlich, dass hier die Schattenseiten des Schützen sich nur allzu deutlich gezeigt haben. Also sprich Selbstgerechtigkeit, Moralpredigten, andersartig Denkende, also zu verteufeln, zu belächeln, ins Lächerliche zu ziehen, ja, also dass man hier nur die eigene Sicht der Dinge als wahrheitsletzter Schluss sieht, dass man rechthaberisch auftritt, dass man sich hier in kleinere oder auch größere Glaubenskriege verstrickt. Und das sind halt alles Schattenseiten des Schützen, also sprich Themen, mit denen wir halt mit dem absteigenden Mondknoten im Schützen gehäuft in Berührung kommen können. Und in vielen Situationen, in sehr vielen Situationen im Leben, kann man sich darauf einigen, dass man halt unterschiedlicher Meinung ist. Also es gibt nur relativ wenige Situationen, in denen es wirklich wichtig ist, andere von etwas zu überzeugen. Und wir sehen es ja auch gerade im Zusammenhang jetzt mit der Impfdebatte, dass es natürlich dann zum Streitthema wird, wenn halt von unterschiedlichen Sichtweisen, von unterschiedlichen Meinungen eine Entscheidung abhängt, die für alle Beteiligten wichtig ist, ja, und in solchen Situationen, da ist es dann natürlich sehr wichtig, andere von etwas zu überzeugen. Die große Frage ist jedoch, inwieweit man sich wirklich sicher sein kann, dass man sich im Recht befindet und welche Motive man hat, andere zu überzeugen und halt auch, wie man andere am besten überzeugt. Denn durch sehr viel Druck
aufbauen, andere ausschließen, andere lächerlich machen, bewirkt man oft eher das Gegenteil. Also sprich, hier baut sich ein Gegendruck auf. Und von daher ist das in der Regel nicht der richtige Weg. Und wie gesagt, die Pandemie ist nur ein Beispiel von vielen möglichen Beispielen, die wir halt auch im persönlichen Leben erleben können. Situationen, in denen es halt darum geht, dass wir andere von etwas überzeugen müssen oder wollen. Also fragt euch mal bitte, inwieweit haben sich diese kollektiven Themen, die ich eben angesprochen habe, denn auch in eurem persönlichen Leben in den vergangenen anderthalb Jahren bemerkbar gemacht? Also inwieweit kam es hier sehr oft zu Konflikten, weil man halt unterschiedlicher Meinung war? Und die Konflikte kommen ja nicht deswegen zustande, weil man unterschiedlicher Meinung ist, sondern die Konflikte kommen ja dadurch zustande, weil man sich hier gegenseitig von einer bestimmten Meinung, sprich von seiner Meinung, überzeugen will. Wenn ihr da mal zurückdenkt, dann fragt euch mal bitte, in welchen Situationen war es denn wirklich wichtig, hier jemanden von der eigenen Sicht zu überzeugen? Und fragt euch auch, inwieweit ihr hier die richtigen Mittel benutzt habt. Also war es erfolgreich und inwieweit habt ihr euch aber vorher auch vergewissert, dass ihr wirklich im Recht seid, dass ihr Recht habt. Im Schützen geht es darum, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Und Wahrheit ist natürlich ein enorm dehnbarer Begriff. Und auch in den Pandemiezeiten konnten wir erkennen, dass auch Wissen ein sehr dehnbarer Begriff ist. Also das, was wir heute als eine Wahrheit ansehen, als eine unumstößliche, richtige Information, kann sich unter Umständen schon morgen als falsch erweisen, ja, oder zumindest als ein lückenhaftes Bild, wo bestimmte Dinge noch nicht zu Ende durchdacht waren oder wo einem bestimmte Informationen noch gefehlt haben, die das Gesamtbild dann ganz anders, in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Ja? Und von daher ist natürlich auch die Wahrheitssuche eine sehr lange Suche und ein sehr langer Prozess. Und wenn man der Wahrheit auf die Spur kommen will, muss man sich halt auch einen sehr offenen und beweglichen Geist bewahren. Also sprich, man muss natürlich auch bereit sein, sich mit Andersdenkenden auseinanderzusetzen, mit Andersdenkenden zu diskutieren. Und wenn man nicht dazu bereit ist, dann zeigt das ja entweder, dass man halt der Meinung ist, man hätte das Wissen über die absolute Wahrheit oder aber, dass man vielleicht auch eher unsicher ist in seiner eigenen Sicht der Dinge und Angst hat, dass die eigene Perspektive irgendwie in Frage gestellt werden könnte. Und das heißt natürlich nicht, dass wir uns hier mit dem aufsteigenden Mondknoten in den Zwilling und dem absteigenden Mondknoten im Schützen nun zwanghaft, krampfhaft in endlosen Diskussionen verlieren müssen. Das heißt aber, dass wir halt möglichst offengeistig sein sollten, dass wir halt möglichst tolerant sein sollten und möglichst interessiert sein sollten, wie andere bestimmte Dinge sehen. Und wie gesagt, ausschlaggebend ist hier auch, die Dinge halt nicht immer so persönlich zu nehmen und sich nicht gleich immer angegriffen zu fühlen, wenn andere Menschen
eine ganz andere Meinung vertreten. Wir haben nun mit dieser Sonnenfinsternis im Schützen hier die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen, sprich uns nochmal Gedanken zu machen, was in den vergangenen anderthalb Jahren so alles passiert ist, inwieweit wir uns hier in kleinere oder größere Glaubenskriege verstrickt haben, an welchen Stellen wir uns aber auch wirklich abgrenzen müssen, denn wenn uns jemand halt in einen solchen Glaubenskrieg hineinziehen will, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir an einem bestimmten Punkt sagen, okay, du siehst das so, ich sehe das so, hier ist Schluss an dieser Grenze, ich sage nichts mehr dazu, ja, weil halt Diskussionen natürlich auch unter Umständen aussichtslos sein können. In welchen Situationen erkennen wir aber rückblickend vielleicht, dass wir uns viel zu sehr hier mit einer bestimmten Meinung identifiziert haben? Wir haben hier die Sonne und den Mond, die sich hier am Anfang der zweiten Dekade Schütze verbinden, in Harmonie zu Chiron im Widder. Und im Widder geht es um Identifikation, im Widder geht es um unser Selbstbewusstsein, ja, und es kann natürlich in bestimmten Diskussionen manchmal heiß hergehen, wenn wir uns halt übermäßig mit einem bestimmten Thema identifizieren und dann das Gefühl haben, dass hier unser ganzes Selbstbild in Frage gestellt wird. Da Chiron einerseits auf eine besondere Verletzlichkeit, auf eine besondere Empfindlichkeit, auf eine besondere Sensibilität hinweist, da er aber auf der anderen Seite aber auch genau die Gegenmedizin anzeigt, also sprich das, was uns heilen kann, können wir halt mit dieser Sonnenfinsternis hier in Harmonie zu Chiron im Widder unter Umständen und rückblickend auch erkennen, dass wir halt in bestimmten Situationen uns viel zu schnell angegriffen fühlen, weil wir halt das Gefühl haben, wir müssten hier ein bestimmtes Image schützen, wir müssten hier unser Selbstbild schützen. Und unser Selbstbild spielt bei einer Sonnenfinsternis eine ganz besonders große Rolle, denn die Sonne symbolisiert astrologisch gesehen unser Ich-Bewusstsein, unser Identitätsbewusstsein, unser Selbstbewusstsein. Und dadurch, dass sich bei einer Sonnenfinsternis die Sonne ja kurzzeitig verdunkelt, also sprich der Mond hier die Sonne verdunkelt, ist es so, dass eine Sonnenfinsternis halt sozusagen auch kurzzeitig unser Selbstbild verdunkelt, unser Selbstbild ausschaltet, so dass sich hier halt neue Möglichkeiten ergeben, dass wir hier anhand einer tieferen Wahrheit, die wir erspüren, also der Mond symbolisiert halt Gefühle, intuitive Wahrnehmung, emotionale Wahrnehmung, Stimmung und dergleichen, ja. Und dadurch, dass sich ja bei einer Sonnenfinsternis der Mond über die Sonne legt, können wir halt mit einer Sonnenfinsternis dann auch, ja, dadurch, dass unser Selbstkonzept kurzzeitig verdunkelt wird, sozusagen hier unsere Gefühle mehr wahrnehmen. Das kann natürlich einerseits von großem Vorteil sein, denn wir können unter Umständen auch blinde Flecke in unserem Selbstbild haben. Das kann unter Umständen aber auch ein wenig gefährlich sein, denn wenn wir halt emotional sehr leicht beeinflussbar sind, wenn wir zu den Menschen gehören, die sich auf der Gefühlsebene leicht mitreißen lassen, leicht beeinflussen lassen, dann sollten wir die Tage
um die Sonnenfinsternis herum uns möglichst viel Zeit für uns selbst nehmen und uns halt mit Dingen beschäftigen, die uns mehr mit uns selbst in Kontakt bringen oder uns wirklich halt nur mit Menschen umgeben, denen wir sehr vertrauen. Also damit hier sozusagen ein Reinigungsprozess vonstatten gehen kann in den Tagen um die Sonnenfinsternis herum. Ja? Wenn ihr umgekehrt aber zu den Menschen gehört, die emotional sehr stabil sind, die starke emotionale Grenzen haben, dann müsst ihr euch dahingehend keine Gedanken machen. In beiden Fällen geht es aber darum, dass wir uns halt während der Sonnenfinsternis besonders halt auch auf die emotionale Seite der Dinge konzentrieren. Und da es im Schützen darum geht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, geht es halt mit dieser Sonnenfinsternis im Schützen dann darum, der emotionalen Wahrheit auf die Spur zu kommen. Liebe Leute, ich habe einen sehr ausführlichen Text zur Sonnenfinsternis im Schützen auf meinem Blog gepostet. Ich werde diesen Text hier in der Infobox unterhalb des Videos verlinken. Wie immer könnt ihr mir gerne auch eure E-Mail-Adresse zuschicken, damit ich euch in meinen Verteiler aufnehme. Ich habe ja in den vergangenen Videos schon öfter erwähnt, dass mein Blogbetreiber leider im August 2021 diese Option eingestellt hat, dass man sich da auf den Blog eintragen konnte und dann automatisch benachrichtigt wurde, wenn ich etwas Neues auf meinem Blog veröffentliche. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne aber eure E-Mail zuschicken, eure E-Mail-Adresse zuschicken und dann nehme ich euch in meinen persönlichen Verteiler auf und benachrichtige euch dann, wenn ich einen neuen Artikel poste. Wie immer könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne von mir persönlich beraten lassen. Ich führe Sitzungen über Zoom oder über Skype oder auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen oder zu eurer persönlichen Zeitqualität, also eine Prognose. Auf Anfrage erstelle ich auch Aufnahmen zu ganz speziellen astrologischen Themen, die sich gerade auch für diejenigen von euch eignen, die sich selbst schon mit der Astrologie beschäftigen. Ich arbeite auch mit dem Tarot und mit der Numerologie. Geht gerne auf meine Website. Dort könnt ihr euch ausführlich über meine Arbeit informieren. Ich freue mich wie immer auch sehr über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei all denjenigen von euch, die gespendet haben. Uns allen wünsche ich eine erfolgreiche Sonnenfinsternis im Schützen und auf der kollektiven Ebene können wir einen Neuanfang wirklich dringend gebrauchen. Alles Gute, bis bald, ciao!